So, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem spontanen Stream hier am Samstag. Wie schon angekündigt, wir sind auf der Allgäubahn unterwegs mit der BR218 auf dem RE57392. Der hat den Beinamen Radexpress und Ausflugszug. Steht auch hier in der Info drin. Und dass wir einen angepassten Fahrplan haben, weil wir ansonsten mehr stehen würden, als wir fahren. Wir werden mit der PZB fahren und sie vorbei ich auslassen. Die nervt einfach nur. Und wir sollen jetzt nur sicherstellen, dass wir im Schnellgang sind, das sind wir bereits, und die Bremsstellung auf R und H einstellen. Das müssen wir jetzt noch machen, wir lassen aber zuerst mal die Leute einsteigen und währenddessen tun wir unsere Lok vorbereiten. Und da sind wir auch drin, müssen wir dann auch sagen, ob es dann zu laut ist, zu leise etc. Zuerst machen wir das mal mit der Bremse. Halt, zuerst einsteigen lassen. Ah, okay. Richtungswender auf 0. Machen wir das mal kurz. Das ja, R und H. Okay, wunderbar. Dann schaltet man noch die PZB ein. Vorwärts. Leistung ist auch ein sehr gut. Bremsstellung 0. Was, wieso? Ja, dann stell halt um. Sehe ich jetzt gerade nicht. Richtungsschalter 0 und in Schnellbremse umgestellt werden. Okay, interessant. Was war das für ein Problem? Und mein Raildriver funktioniert nicht, sehe ich jetzt gerade. Mal kurz durchstarten. So, da. Aber warum lässt du mir das jetzt da nicht umstellen? Ah, gleichen Fail zum Anfang. Richtungsschalter 0 und schnell und in Schnellbremse umgestellt werden. Bist du von mir? Die Leistung aus sein dafür. Hä? Was für ein Problem hast du? Also so ganz verstehe ich es nicht. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz durchstarten. Ich glaube, die fand es jetzt nicht so geil, dass ich da so lange gestanden bin. Machen wir es halt nochmal. Der Dummy-Line könnte man eigentlich auch mal fahren, ne? Und den Fail-Counter könnte man gleich mal auf 1 stellen. Vorbereitung. Super. Oh, schönes Screenshot. So. Machen wir es nochmal. Ohne, dass wir irgendwas anfassen. Also so ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Wir sind definitiv auf 0. Nur bei Stillstand, Richtungswende 0. Ja, aber ist ja drin. Komisch, vorher ging das noch. Naja, okay. Lassen wir es einfach mal.
Bremsstellung P hat er jetzt. Okay, fahren wir halt mit der falschen Bremsstellung. Ich hoffe, das geht gut. Leistung noch einschalten. Wie schauen wir mit dem Licht aus? Alles gut hier. Hinten hoffentlich auch. Alles bestens. Regionalexpress. Okay, dann sollten wir jetzt bald mal abfahren. Aber das mit der Bremse hat, verstehe ich jetzt schon nicht ganz, warum ich das jetzt nicht umstellen habe können. Hab das schon ein paar Mal gehabt, dass ich bei den Loks Fehler gehabt habe, wenn ich Szenario neu geladen habe. Fahren wir mal los. Man lässt mich gar nicht losfahren. Ah, was ist denn das für ein Shit? Achso. Ein Superheld. Das wäre dann Fail Nummer 2. Nächster Halt, Immenstadt. Eigentlich dürfen wir uns gerade direkt befreien. Ist ja grün, glaube ich, dass das so nach der Regel geht. Wie gesagt, sagt es mir, wenn es zu laut ist. Wunderbar. Einmal die Ausfahrt. Das sind jetzt die Allgäubahn regenerated. Gibt's zum Motorladen bei Railsim. Sieht doch echt schön aus. Jo, hier haben wir Stoff hier. Schauen wir mal, was hier so passiert. Sieht schon nice aus. Ah, okay, es gibt sogar eine Quickkämpfe da unten. Die Gleise da links werden sicher auch schon länger nicht mehr verwendet. Zumindest wenn es jetzt nach dem hier so geht. Es wird auch Spaß machen mit der Ludmilla zu fahren, aber die ist einfach arschlaut. Aha. Was steht denn da rum? Ach, sieh an. Bisschen was Historisches auch da auf der Strecke. Übrigens, ich habe heute ein Video gesehen, wo zwei Class 43s in Deutschland unterwegs sind, also die HST Power Cars. Ich frage mich, was sie mit denen machen. Im Telegram, in so einem Eisenbahner-Chat, haben sie gemeint, die machen hier Wartung. Finde ich schon ein bisschen krass, dass sie nur für die Wartung daherbringen. Aber wäre da ganz cool, wenn die auch wirklich hier rumfahren würden. Macht so PCB und so Zeugs, ne? Ist schon schön gemacht. Da vorne. Grüne Übersicht hier. War das natürlich wie immer mit dem Ray Driver. Nächstes habe ich die 218 schon gesehen, aber immer noch, als sie gestanden ist. Also, respektiv aufgestellt. Ich würde ein bisschen mehr Eisenbahnurlaub machen.
also Streckenbau wäre nichts für mich. Hätte ich nicht die Geduld dafür. Aber mit dem Nachbar von Österreich sind es auch schon mittlerweile sehr weit. Also gerade RSLO hat da schon sehr viel jetzt gemacht. Ich finde es ganz cool, dass sie da selber diese Combined-Strecken rausbringen. Aber fast jede Strecke von denen wird nochmal überarbeitet. Die machen das so in Schnellschuss raus. Aber besser als gar nichts, ne? Das Autobahn. Das soll eine Art Autobahn sein hier. Würde ich jetzt mal vermuten. Kommt uns jetzt da entgegen. Interessant. Schon der nächste Bahnhof entgegen, Martinzell. Da bleiben wir aber noch nicht stehen. Sind die hier so oft mit dem Schneepflug unterwegs, weil überall diese Tafeln sind. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch wir hier sind. Jetzt hier dann öfters mal alles zu. Aber die Tafeln sind ja eigentlich relativ klein. Was ist eigentlich, wenn die... Naja... mich halt, was passiert, wenn die eingeschneit sind, wenn du die nicht siehst. Machst du es dann noch Streckenkilometer? Sagst du, okay, da muss ich jetzt mit der Schaufel nach oben. Wer es weiß, also auch für später, schreibt es doch mal in die Kommentare. Kommt ihr dann auf YouTube? So, dann sind wir auch bei Martinzell. Bahnhof. Mit Leuten, die auf den Gleisen rumlaufen. Und da geht's noch unten. Bei solchen Kamerafahrten habe ich die meisten Fails. Und dann irgendwelche Sachen über sie. Gerade PZB manchmal. Schon die Bilderbuchstrecke. So, dann nehmt ihr schon mal Gas geben hier. 140. So, gehen wir mal voll Schmackes hier.
Lieben, heute Abend gibt es bei uns im Radio Furry FM noch eine schöne Sendung, Continue, rund ums Gaming. Es gibt ein paar interessante Themen, da freue ich mich schon drauf. Fangen wir heute mal ausnahmsweise um 18 Uhr anstatt 20 Uhr. Was ist eigentlich eure Lieblingslook so? Also im deutschen Raum? Jet habe ich letztens gehört, die Vectron ist sehr beliebt. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, klar, ist eine Universallokomotive, kann recht viel. Aber die gefällt mir halt einfach nicht. So, jetzt gibt es doch sicherlich dann gleich eine PCB-Action in den 80er. Darf ich doch sicher bestätigen. Ganz mal zum GIF. Oh shit. Dass man nicht zu langsam ist. Nee, wir haben es geschafft. Boah, wir sind zu stark gebremst jetzt. Das kann man als Fail verbuchen. Dann wären wir bei 3. Aber ich glaube, so wirklich schnell fahren ist hier auf der Strecke sowieso nicht. Da wieder den 80er an. Kann ich ja gerade wieder runtergehen. Die Beschleunigung bringt so gar nichts. Mist, dass die PCB jetzt nicht angeschlagen hat. Was jetzt nicht eigentlich tun sollen? So, mit 80 fahren wir bei Image Start 1 auf Plattform 1. Und dann geht's mit 90 weiter. Ja. Kommt da so ein Regio entgegen. Moinsen. Doppeltraktion. Wir sind sogar innerhalb der Zeit. Wahnsinn. Nicht zu spät. Also oft fahre ich mit der Lok nicht. Das mit dem Bremsen muss ich mir ein bisschen einspielen hier. Ich würde eigentlich gern, wenn wir wieder was Englisches fahren. Oder in England besser gesagt. Okay, du brauchst mehr Schmackes beim Bremsen. Ah ja, leicht vertan. Aber immerhin innerhalb der Zeit. Was haben wir denn hier so? Nicht sehr viel. Busbahnhof, kleine Stadt. Industrie. Etwas. Ich bin nicht sicher, soll man das jetzt als Fail verbuchen, dass ich nicht da vorne stehen geblieben bin?
Ich würde sagen, das lassen wir nur durchgehen. Es sagt so was anderes. Mal gucken, was der Fahrplan sagt. Wir fahren dann nur nach Oberstaufen, nach Rottenbach bis nach Lindau. Knapp 70 Kilometer. Also ich hoffe wirklich, also wie gesagt, Ton müsst ihr bis mal sagen. Für mich klingt's okay. Entspannter ist, als mit dem Zug zu fahren. Bei den Instrumentenbeleuchtung an. Okay, haben wir eigentlich eine Innenansicht? Nein, haben wir nicht. Schade. Also Innenansicht für die Passagiere. Und unser Zug wird gar nicht angezeigt. Ist immer noch cool, wenn in manchen Szenarien die Anzeiger funktionieren. Das ist ja auch Ansagen, wäre auch ganz cool. Scheint aber in dem Szenario leider nicht zu haben. So, was ist jetzt mit der Abfahrt? Geht's. Ist doch eine Tafel. Abfahrgeschwindigkeit höchst zulässig. Okay. Ab 20 km/h darf ich maximal aufdrehen. Dann machen wir das auch. Die 90 hin. Au, oh, sowas ist unschön. Nervt es ein bisschen, dass da die Textur teilweise nachladen, obwohl ich ihm die maximale Einstellung gegeben habe. Totally. Alles lädt nach. Ja, gibt's schon mehr. Cinematic View hier. Ein bisschen was für die Augen. Oh, hier war mal Bahnhof. Stopp. Und ein bisschen her wohl. Ich würde mich so freuen, wenn sie mal bei Transient World den Editor öffentlich machen würden. Wir werden so geile Sachen bauen.
Datens-ID. Hat noch recht viele Bahnübergänge. Kommt mir zumindest so vor. Gibt es einen Dude, der nennt sich glaube ich Cap Guy, der holt sich von Schrottlokomotiven oder beziehungsweise von den Verwertern immer die Führerstände und stellt das bei sich in den Garten rein. Das ist dann auch ein Museum, das man so besuchen kann. Ein interessantes Hobby. Man irgendwo auch schaut, weil er weiß, dass jede Lok da verschrottet worden ist. Aber naja, ich würde es vermutlich nutzen oder zumindest ein, zwei von denen. Führerständen und da Simulator dran anzuschließen. Wie geil wäre das, im echten Führerstand drin sein von deiner Lieblingslok und halt mit dem Simulator spielen. Ich glaube die Cap Yard heißt das. Das ist eine eigene Facebook-Seite. Also für Dieselfans, ideale Strecke hier. Gibt es bestimmt auch richtig schöne Dampffahrten hier. Rein landschaftlich sieht es halt schon geil aus. So. Ob sich mit dem 100er wieder die PCB melden wird. Ich gehe davon aus, ja. Ein Magnet hier. Vorsicht, mal lieber drücken. So, gehen wir mal ein bisschen runter hier. Ach, und da hinten kommt er schon wieder 80. Jo, einmal 100. Hier hat es keinen Haltepunkt bei den Häusern. Naja, vielleicht hat es ja mal einen gehabt, wer weiß. So, diesmal mit Magnet. Ja, natürlich.
einmal 100 Hertz. Stolz auf mich, ich hab's bis jetzt noch nicht verkackt. Also, trivial verkackt, sagen wir es mal so. Wegen dieser S-Kurve hier, ja, ziemlich sicher. Einmal 80. Steht da. 70. Wenn ich jetzt links fahren würde. Denke ich das Horn bei der? Naja. Ich hab das vermeiden wir lieber. Da habe ich schon geileres gehört. schöne Ansicht. Ab und zu macht er noch schöne Kamerafahrten. So, mal lieber nach vorn gucken. Kommt gleich im Bahnhof. Was ist denn das da? Signale, okay. Leuchten das aus der Ferne. Also das mit der Ankunftszeit kriegt er nicht so richtig hin. Also die geschätzte Ankunftszeit. So, wir haben immer noch freie Fahrt. Sehr gut. Streckenkilometer 100. Oh, jetzt haben wir aber gelb. Und jetzt ein rotes Signal. Hertz mal wieder. Oh, das hat jetzt Fehlpotenzial. Wenn es wirklich rot ist, dann muss ich runter. Oh, das ist jetzt 45, oder? Ja, wir sind rot. Ach, SBB-Wagen. Einer an. Oh, jetzt kriegen wir 100 Hertz. Hab's gewusst. Dann rollen wir da mal vorsichtig schnell. Wieder ein kleiner Bahnhof hier. Schön in der Zeit hier. Ich bin stolz auf mich. Zudere! Bin in der Zeit. Alte Tafel hier. Sah schon mal gut aus. Wie schauen wir mit dem Hintern aus? Ja, wird ein bisschen eng hier, wenn zwei Züge da stehen, ne? Ordentlich. Kirche. Platz. Schlafen hier. Oh, sieht nett aus. Ja, doch. Kleines Verschlaus für das Doof hier.
Warum haben wir rot, wenn es da vorne eingleisig? Kommt da noch was? Kann es euch ehrlich nicht sagen. Ich bin sie so noch nie gefahren, die Strecke. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. PCB obere Zugart, 500 Hertz. 25 oder 45, was du da noch fahren durftest. Eins von beiden. Im Zweifel lieber langsamer. Mal nachsehen. Ich glaube, ich gucke mal nach. Eingleisig wird es hier nicht. Da weiß ich aber nicht, warum wir hier rot haben. Jetzt gerade ein Rätsel. Steht irgendwas in der Beschreibung? Nö. Kein defektes Signal bekannt. Naja, hoffen wir aufs Beste. Ansonsten müssen wir doch mal einen Override machen, wenn es nicht gewollt ist. Ja, grün, sehr gut. So, Abfahrt. War das von Stand aus maximal 12. Mit den Häusern hat er sich ein bisschen Mühe gegeben hier, dass nicht alles die gleichen sind. Oh oh. Da wäre ich doch fast zu schnell gefahren. Ja, wir dürften es mittlerweile schon wieder befreien, oder nicht? Mach ich mal. Bach, Plattform 3 in 12 Kilometer. Ich mache eine kleine Pause machen. Schon wieder ein 80er. Ich freue mich. Da
hat aber einen Magneten gehabt. Also wieder nicht abgegangen. Na, wo ist die Tafel? Da vor dir. Schmackes könnte man geben. Boah, gehen wir mal in die Außenansicht. In England finde ich ja das System mit den Sternen da ganz geil. Je nachdem, wenn in der Front, also wenn zwei Loks vorne die gleichen Sterne haben, dann sind sie kuppelbar zusammen oder können zusammen fahren. Beispielsweise zwei blaue Sterne. Das für das 7, glaube ich, hat das so mit zwei blauen. Ja, doch. Ich glaube, das könnte man mit der Dampflok noch mal fahren. BR01 oder BR23. Letztere steht übrigens gerade in Rummelshorn, in Lokrama. Macht ein paar Ausflugsfahrten. Werde ich schon morgen wieder sehen. Ich freue mich. Gebe wieder gute Fotos. Ich würde ja auch gerne 360 Aufnahme machen, aber leider muss ich arbeiten an dem Tag, also morgen. Da ist nicht so viel mit Kamera rumlaufen. Ja, aber das letzte Video habe ich jetzt erstmal veröffentlicht von der Lokorama. Warte, aber ich auf alle Fälle ein paar Specials machen. Vielleicht vor allem dann, wenn es dann zu ist, wenn weniger Leute da. Die Ansicht hier. Schaut, dass man auf Twitch nicht 4K streamen kann. Das wäre noch cool. Interessanter Kamerawinkel. Ich glaube, da werden wir es nicht sehr viel sehen. Naja, doch. Ich weiß nicht, würdet ihr auch so Videos mögen, wo man einfach nichts sagt, sondern einfach nur die Fahrt genießt? Ja, und eben in Rottenbach machen wir eine kleine Pause. Wollen wir ganz kurz gucken, bis man mal einen Timer aussieht für die Wäsche. Scheinen aber noch ganz gut in der Zeit zu sein. Ich würde dir
Abbremse. Du bist Heizung aus. Ich gehe mal davon aus, dass es recht warm hier ist. Ja, ich glaube, ein bisschen zu schnell. Aber noch im Rahmen. Zu drehen. Das wird die Punktlandung wieder. Das kann jetzt knapp werden. Wir machen. Jetzt richtig bremst, dann bin ich genau auf dem Punkt da. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wieder auf den Gleisen, weg da. Fast genau Punktlandung. So, wie stehen wir? Ganz knapp. Ganz knapp, ich schaffe da. Nee. Aber der Arsch muss passen. Der Arsch schaut gut aus. Sehr gut. Ein Röntgenbach. Ein Busbahnhof. Was auch immer das sein soll. Das ist mehr Infostand. Gebührenpflichtiger Parkplatz. Wie auch sonst. Nichts gibt's gratis hier. So. An der Stelle, liebe Leute, machen wir eine ganz kleine Pause. Und dann bin ich gleich wieder vor euch da. Also. Bis gleich. So, da bin ich wieder in alter Frische. Jetzt müssen wir nur noch auf die Abfahrt warten. Gemerkt, dass vorher die Lautsprecher an waren. Ich hoffe, es gab keine Kopplung während des Streams. Rückkopplung. Sag's euch, jetzt ist es mal warm. Jetzt bin ich im Keller runter, gerade wieder rauf.
Billy. Frag mich, wie sie die Häuser machen. Machen die irgendwie so einen 3D-Scan und dann ein Modell draus? Oder wirklich komplett handcrafted von Fotos? Also auch alles gut. Macht eigentlich, wenn ich die Heizung anmache. Naja, jetzt geht ein bisschen nach oben. Die lockt eigentlich dann weniger Leistung? Das ist so ein bisschen. Schon Sachen, oder? So. Abfahrt. Weiter geht's nach Lindau, unser letzter Halt. Also glaube ich. Ja, ist unser letzter Halt. Regional entgegen. Points und Kollege. Mal wieder rollen lassen hier. Ja, gut. Ja, eventuell mache ich gerade eine Fahrt hinterher. Mal gucken. Wenn ich mal überlege, was man da tun. So, bevor ich hier mal wieder einen Fail produzieren. Heimenkirch. Ich habe da so ein Mini-Ding wieder nur. Sieht ganz so aus.
So, wieder 100. Außer Betrieb. Also bis wir Intercity haben wir noch nicht gesehen. Also ich meine, die eine gar nicht nur mit den SBB-Wagen. Könnte vermutlich ein Eurocity gewesen sein. Wer weiß. Ich könnte jetzt sagen, hier hinten ist schön ruhig. Dann 130. Ins Flachland. Da unten Herrgards. Na komm, gib mal Gummi hier. Diese ganzen Fernmeldebox, man soll irgendwann mal abbauen. Oder die B-Style vermutlich dann einfach nur stehen lassen, bis sie von selbst wegrücken. So, alles grün. Wenn dann die nächste Durchfahrt hier. Dann ob es da irgendwas Interessantes zu sehen gibt. Industrie hier. War dreigleisig. Jetzt auf der Karte gucken.
Preis. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf das komme, aber irgendwie könnte man da auch Wein anbauen. Wenn das noch runter geht, wirst du langsam ohne Gas. Okay. Wetten, ob es bis Linda bei 3 Fades bleibt oder ob da noch einer dazu kommt. Einmal 120. Auch mal einen Haltepunkt geben. Einem freundlichen Vorsignal. Das ist richtig extrem für die Sonne los auf der Strecke, ne? Nach wie vor freie Fahrt. Schon nicht ganz, was hier steht. Da steht 660 und du bist bei 1000. So, ich sollte vielleicht mal bremsen. Ah! Aber was anderes hier.
sah jetzt auch ein bisschen aus wie so ein ehemaliger Haltepunkt da. Düsen für eine kurze Zeit, bis dann wieder der 80er reinknallt wird. Ich glaube, da lasse ich jetzt mal rollen. Da ist er. Wir bremsen. Kein PZB-Fail, Wahnsinn. Was bin ich mein Fahrt? Mal Lust mit einem HST auf einer deutschen Strecke zu fahren. Einfach nur so als fiktives Ding. War die Bahnsteige zu niedrig? Aber oh, witzig wär's schon. Auch ein alter Punkt gewesen sein hier. Gehen wir mal, was ihr Schmack ist. Immerhin 90. Ausland sich zu gehen. Lass ich doch nur wieder meinen Einsatz. Sicherheit drücken. So, 80. Kommt die Ankündigung noch oder sind wir da schon vorbei? Bei diesem Cinematic View schon vorbeigefahren. Einmal 80.
die andere Richtung, was die perfekte Stelle für Fotografen, wenn da nicht am Flug fährt. Kann sich mal ein bisschen spuren hier. Entschuldigung. Oh. Weit bis Lindau. Cinematic View hier. Normalerweise schaue ich ja nebenbei so ein paar YouTube-Videos. Aber das stelle ich mir beim Stream ein bisschen doof vor, wenn ich euch dann noch so YouTube-Videos mit einblende. Das sind so Doku-Sachen. Oder halt irgendwas über die Eisenbahn. Anhalten. Die Uhr als Signale. Das kleine da hinten auch schon. Wird das jetzt. Na, ist doch kein Semaphor-Signal, oder? Also rein von der Kartenbezeichnung meine ich. In die Eisen. Einmal halten. Okay. Eine Einfahrt. Da auch eine Strecke hier hinten. Braucht leider Kollegie, wenn wir diesen fahren. Vor 500 Hertz drin. Jetzt nicht mehr. Knappe Sache, knappe Sache. Passt übersehen. Herz. Dürfen wir uns nicht befreien. Ich glaube 45 ist das Maximale. Aber das wäre sich hier nie ausgegangen. Da kommen wir zu spät an. Ich glaube, da kann ich jetzt aber nichts dafür. Was geht da mit den Schienen ab? Ah, okay. Leckt sich wieder. Oh. Hallo ÖBB.
Oh, City Shuttle. Nice. Da fehlt was, glaube ich. Was machst du da hinten? Abstellen. Jo. Scheiße! No! Fuck. Noch ein Fail. Shit. Hätte ich bestätigen sollen. Fail Nummer 4, das war ja klar. Trotzdem, wir werden so oder so zu spät kommen. Ah, so ein Shit. Bist du, kleiner Stinker, da rot? Scheit. Noch ein Stellwerk aus von hier. Dudele. So, da wären wir da. Schauen wir nach draußen. Alex. Ach, da hinten steht sie. Okay. Alles klar. Und hier ist fertig. Ende. Was sagt der Aufgabenplan? 10:19 wieder weg. Ja, das, den Haken kriegen wir nicht mehr. Ja, schade. Das war's. Hoffe, hat euch gefallen. Und ich klinge mich erstmal aus, vielleicht streame ich später nochmal. Ansonsten hören wir uns heute Abend im Radio. Wer es gespannt hat, lasst uns Kommentare auf YouTube und ein Like. Bis dann.